Instanz wurde das leerstehende alte Vidum restauriert und um eine Freiklasse für die nahe Volksschule ergänzt. Wir sprachen mit Bürgermeister Ferdinand Bär über den Hauptgrund der Revitalisierung. Ja, der Hauptgrund eigentlich für das Gebäude war das, oder? Auch uns wurde der Kinderspielplatz weggenommen, oder? Da haben die Grundbesitzer eigentlich gebaut, oder? Und nachher ist man draufgekommen, oder? Wir brauchen unbedingt, oder, in der Nähe von der Volksschule und vom Kindergarten einen Kinderspielplatz. Und es hat sich so ergeben, dass eben die Pfarre den Vidum und auch den Vidumgarten nicht mehr gebraucht hat. Und da hat sich die Gemeinde eben überlegt, oder, ob man nicht das Vidum und speziell den Pfarrgarten mittels Baurechtvertrag erwerben kann. Und das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen, oder? Und da hat sich das eigentlich entwickelt, oder? Dass man da auch eigentlich ein Zentrum schaffen kann, wo eigentlich für alle Generationen von der Wiege bis zur Bahre alles Platz findet. Wir haben eigentlich vom Ding, oder, in dem Bereich, im Vorplatz, einen Festbereich gemacht, wo wir eigentlich schon jahrelang gesucht haben, oder, um einen geeigneten Platz. Das hat sich auch super ergeben, speziell mit der Freiklasse, wo es eigentlich auch speziell über die Tiroler Dorferneuerung und über Reguell eigentlich super gefördert worden ist. Und aus dem Grund ist nachher mit der Tagespflege, weil da eigentlich auch bei unserem Verband, bei den sozialen Diensten eigentlich überhaupt kein Platz da war, hat sich das ergeben, dass wir auch im unteren Bereich dann die Tagespflege errichten haben können. Gerichtet geworden ist eigentlich von oben bis unten eigentlich alles. Wir haben im oberen Bereich haben wir das Pfarrbüro, wir haben auch den Ersatz für den Pfarrsaal geschaffen. Im unteren Bereich, also im Parterrebereich, ist die Tagespflege rein. Und im Kellerbereich sind diese Sanitär- und die Nassräume für die Feste. Und ist auch noch ein eigener Raum, wo wahrscheinlich die Gemeinde das als Weinraum oder Weinlaube und so weiter herrichtet. Ich bin zwar vom Grundsteinlegung und so weiter überall dabei gewesen, oder? Aber bis ich das eigentlich mal gecheckt habe, um was es eigentlich genau so richtig geht, oder? Und wie das überhaupt ausschaut, ich muss sonst sagen, oder? Da hat eigentlich der Martin, mein Vorgänger, eigentlich schon super Visionen gehabt, oder? Und ich glaube auch, das ist eigentlich für Stanz eine einmalige Angelegenheit. Und ich bin froh, dass das auch mein Vorgänger eigentlich in die Wege geleitet hat und dass wir das auch nachher weiter beschritten haben und auch durchgezogen haben. Also das ist für mich also zum heutigen Stand so ein super Projekt, wo ich einfach sagen muss, oder? Es kann jeder Stanzer und Stanzerin kann froh sein, dass man überhaupt sowas überhaupt hat. Finanziert geworden ist das hauptsächlich Bedarfszuweisung über die Dorferneuerung, über Reguell. Wir haben natürlich auch einen Kredit aufnehmen müssen, oder? Aber ich muss sonst sagen, wir sind da eigentlich Dinge, oder? Trotz der Sanierung, wo man eigentlich eher mal so ein alten Gebäude nie weiß, wie es überhaupt aussieht am Ende des Tages, sind wir optimal durchgekommen. Wir haben nicht einmal genau so vor gerade den Kredit halt braucht, was wir eigentlich bei Finanzierungsplanung eigentlich gemacht haben.